Grüß euch und habe die Ehre. Wir sind diesmal im Westen Österreichs in Vorarlberg, genauer im schönen Bezirk Feldkirch unterwegs und haben über die Plattform Schau aufs Land einen weiteren Landwirtschaftsbetrieb besucht. Der biozertifizierte Madlenserhof liegt in Daffins, einem Ortsteil vom Zwischenwasser, oberhalb vom Rankweil und kann ganzjährig angefahren werden. Sollte euch unser Video gefallen, freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben. Wenn ihr uns auch weiterhin auf unseren Ausflügen begleiten wollt, abonniert doch einfach unseren Kanal. Kostet nichts und so verpasst ihr keine neuen Videos. Die Anfahrt erfolgt über die E60, Abfahrt Feldkirchen Nord-Rankweil, queren in Sulz die Frödisch und fahren Richtung Morsch. Circa 300 Meter nach dem letzten Haus in Morsch führt nun der Weg über eine einspurige Privatstraße durch den Wald bergauf. Ab hier könnte die Anfahrt für größere Gespanne eine Herausforderung werden. Nach circa einem Kilometer erreichen wir auf der linken Seite den Madlenserhof. Da außer dem Hund niemand zu Hause ist, erfahren wir telefonisch, dass wir unseren Kasten circa 200 Meter weiter oben neben einem Holzstadel parken können. Über den Stellplatz gibt es später noch Infos. Etwa eine Stunde nach unserer Ankunft werden wir vom Hofbesitzer Peter, seinem Sohn Balthasar und deren Hofhund herzlich begrüßt. Ihr Interesse an unserem Herrn Hofrat und Roadtrip und unsere Neugierde am Hofleben ist groß. Wir versprechen nach unserem Abendessen die Familie zu besuchen. Nun genießen wir die traumhafte Aussicht und extreme Ruhe auf ca. 1200 Meter Seehöhe. Diese hügelige Gegend ist besonders fürs Wandern und Mountainbiken geeignet. Wir nutzen die schon notwendige Außendusche und bestaunen bei einem Gläschen Wein die Aussicht. Dieser Traumspot ermöglicht uns einen Weitblick nach Liechtenstein und darüber hinaus bis weit in die Schweiz hinein. Bei wunderschönem Wetter aktivieren wir die Außenküche samt Griller und genießen unser Abendessen. Nur ab und zu kommen Wanderer bzw. Radfahrer vorbei. Am frühen Abend machen wir uns auf den Weg zur hofeigenen Mostschenke samt gemütlicher Aussichtsterrasse. Auf dem Biohof werden grundsätzlich Rinder gehalten, welche bei unserer Ankunft jedoch ihren mehrmonatigen Urlaub auf der Alp verbringen. Wie es sich gehört, gibt es neben dem Hofhund auch Hasen, Gänse sowie gewöhnliche Legehühner. Um den leeren Stall der Rinder zu nutzen, werden während deren Abwesenheit Masthühner gezüchtet. Wir genießen die Gastfreundschaft der Familie Meier. Trotz leichten Sprachbarrieren erfahren wir bei einigen Gläsern Most sowie hochprozentigen Getränken einiges über das Leben hier heroben auf der Maisees. Bei Voranmeldung kann man einen Almbesuch sowie eine Kräuterwanderung vereinbaren. Die Bestellung einer Jause bzw. eines Frühstücks ist ebenfalls möglich. Die Stellplätze sind reine Schotterplätze. Die Verwendung von Auffahrtkeilen ist nicht unbedingt notwendig, aber sicher von Vorteil. Entsorgung, Strom und WLAN ist nicht vorhanden. Toilette und Dusche benutzen ist eingeschränkt und Wassertank auffüllen nach Absprache direkt am Hof jederzeit möglich. Mit dem guten Gefühl, bei Freunden zu Besuch gewesen zu sein, verabschieden wir uns und ziehen uns in unseren Herrn Hofrat zurück. Obwohl die Temperaturen nachts relativ frisch waren, haben wir extrem gut geschlafen.
Da über Nacht der Regen die Region erreicht hat, dürfen wir das Frühstück mit dem typischen Vorarlberger Käsesorten in der warmen Moosschenke genießen. Bevor wir die Weiterreise antreten, werden noch unsere Tanks mit Frischwasser gefüllt. Zuletzt bedanken wir uns noch für die tolle Gastfreundschaft und machen uns auf den weiteren Weg unserer Tour durch Vorarlberg. Mit diesen wunderschönen Aufnahmen verabschieden wir uns bei euch aus dem Mühltobeltal bei Rankweil. Alle wichtigen Infos zum Stellplatz Biobetrieb Madlenserhof bzw. zur Plattform Schau aufs Land haben wir unten in der Infobox zusammengefasst. Führt euch aus dem wunderschönen Vorarlberg.